Ahoi, Kapitän, willkommen zu einem neuen Captain on Tour. Moin! So, Bild ist auch da. Sehr schön. Jo, Gewehre in Gefechte liegen hinter uns. Ganz entspannt für die Silberliga qualifiziert im Sprint. Yay! Jo, und heute? Wir fangen das mal wieder mit einem entspannten Schema-Match an. Ich spiele sie einfach richtig gern. 15 Torpedos, die alle richtig wehtun können. Kann schon Spaß machen. Kommt ein bisschen drauf an. Es ist halt auch wirklich sehr viel Radar unterwegs. Jede Menge Radarkreuzer. Ich glaube, Kreuzer ohne Radar werden so gut wie gar nicht mehr gespielt. Also. Was haben wir denn? Radar! Mögliches Radar. Kein Radar, kein Radar, Radar. Geht ja. Zehner CV. Ist ja auch ein reines Zehner-Spiel. Tja, zwei Immelmanns. Da schauen wir mal. Nur zwei DD. Okay, das heißt also für mich jetzt... Da werde ich wohl zum Cappen müssen. Maschinenboost aktiviert. Art BB, moin! Und German Mephisto, moin! Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Bei euch ist alles gut. Also losgelöst von World of Warships. Guck mal, da fliegt Immelmann. Ich habe natürlich meine AA abgeschaltet, Logo. Kick, moin! Guck mal, am Anfang ist das immer noch relativ einfach und überschaubar. Da kriege ich wirklich noch mit, wer in den Chat kommt. Weil ich jetzt ja auch einfach nur gerade ausfahre und auf nichts achten muss, außer ein bisschen auf die Minimap, ob da irgendwo vor mir was aufgeht, aber unwahrscheinlich. Ja, guck mal, das hört sich doch gut an. Hauptsache, es ist einigermaßen, wie es soll. Salem, Hindenburg und Halland. Das ist jetzt so... Oh, und da kommt auch schon der CV. Ihr Logo. So, dann wollen wir ihm den Anflug mal ein bisschen schwerer machen. So, immer schön weg. Von seinen Fightern. Und möglichst keinen Smoke legen. Torpedos 8 aus! Im Smoke, im Nebel der Petrobras Lossaker gesagt, im Radar. Ich schaff's nicht durchzukappen. Keine Chance, weil da auch noch die Halland ist. Aber was ich vielleicht schaffe, ist der Salem an einzuschenken. Maschinenboost deaktiviert. Gucken wir mal, ne? Ich vermute mal Hydro. Aber trotzdem könnte das einer werden. Ouchie. Fährt die Gearing hier auch rum? Was? Warum? Wieso?
Wir haben nur zwei DDs und du fährst hier auch rum? Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Nighthawk, moin! Das ist irritierend, sag ich mal. Na? Oh, alles dran vorbeigetorbt. Salem, habe ich das richtig eingeschätzt, dass du dahinter abbremsen willst? Ja, wie auch immer. Da ist noch ein Minotaur im Smoke. Also. Maschinenboost aktiviert. So, wieder schön gerade fahren. Mal sehen, dass wir jetzt doch, wo die Salem weg ist, erstmal das Cap holen. Wir mal. So, und schon verschwindet die Minotaur auch aus dem Smoke. Toll. Weiß, dass du jetzt hier kommst. Ich bin doof. Ja, natürlich trifft er noch mit ein. Ja, Logo. Nebelwerfer gestartet. Ja, na klar, na klar. Hauptturm kritisch beschädigt. Eieiei. Garfield, moin. Ey, das ist. Wenn du versuchst zu cappen. Ne, da bin ich nicht. Deswegen hab ich die AA abgeschaltet. Versuch, aber nee, da ist er nicht mehr. So, Maschinenboost 12 Kilometer Abstand zur Podolovsk. Meine Tower. Nimmst du mal da schön ab. Das? Ich egal. Da ist ja dieser Durchgang. Da könnte es sogar sein, dass sie da durchgehen. Wie das beim Durchgang so ist, ne? Ah, Gurim, Uwe aus Berlin und Elchess aus. Moin! So. Ah.
Der fährt ja halt nicht da drauf. Aber es ist kein Wunder, dass unser Gearing raus ist. Der hat so gespielt, dass er sich ein Plätzchen auf meiner Liste verdient hat. Also das war einfach nicht schlau gespielt, was er da gemacht hat. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Alles andere als schlau gespielt. Und die ganze Zeit eben auch an den Caps vorbeigefahren, als ich Cappe nicht mit reingefahren. Ah, Crassus, Justus und Engels, moin. Das ist ja auch gut, ne? Crassus, Justus, Engels, hey. Habt ihr euch abgestimmt, dass ihr alle gleichzeitig reinkommen wolltet? Ist hier zwar der Immelmann, aber wenn wir noch ein drittes Cap haben, Maschinenboost aktiviert, dann haben wir einen riesen Vorteil und unser CV scheint auch wieder so eine Gurke zu sein. Oh, 14 Kilometer entfernt, okay. Er hat auch nur noch 12 Kilometer entfernt, das ist jetzt nicht schön. Das ist alles andere als schön. So viel ist an mir nicht mehr dran, genau. Da ist eine Ori. Und der CV kommt natürlich auch. Das finde ich jetzt unglaublich, dass er da durchgekommen ist. Hier weg. Klar, der versucht das natürlich hier auf Verdacht. Ja, da ist das Thema auch schon durch. Ja, unser CV ist eine ziemliche Gurke und der andere hat die Führung übernommen. Versucht halt wenigstens zu spotten. Alles aus einem Haus, ja. Also, das ist immer wieder dasselbe. Schlechte CVs verlieren Spiele. Also das ist so unglaublich, wie das, welche Auswirkungen das auf Hightier hat, ne? Hier tech full cruisers and played nothing for team. Absolute Maroon CV. Yes! Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. In einem 10er-Spiel einen 4er-CV zu haben, reicht einfach nicht aus. Da sehen wir sie dahin sinken. Weil du hast eben Radar gegen dich. Du hast das Problem, dass du
versuchen musst, irgendwie da noch durchzukommen. Irgendeiner muss ja cappen, wenn die BBs auch nicht reinfahren. Es sind nur zwei DDs da, also die BBs könnten mitballen. Tun sie aber nicht, weil sie lieber hinten irgendwo rumstehen. Und wenn du dann einen CV hast, der nicht für dich spottet, der das Cappen nicht unterstützt, außer dass er sagt, ich setze einen Fighter und den Rest mach mal alleine, das reicht einfach nicht. Im Gegenteil, den Fighter zu setzen ist verräterisch. Weil es hilft mir nicht, dass wenn ich hier nach vorne fahre, er hier einen Fighter setzt. Dann wissen alle genau, oh guck mal, da kommt gleich einer. Können die Waffen schon mal ausrichten. Und wenn der andere CV mich einmal spottet, dann heißt es Focus Fire. Also dieses Fighter setzen, ich versuche es zu umgehen. Ich versuche nicht den DD, der da nach vorne fährt, zu verraten. Sondern ich setze manchmal sogar einfach einen Fighter an einer Stelle, wo ich sage, okay, da spotte ich jetzt die anderen. Und der gegnerische CV kann mit dieser Position nichts anfangen. Also sie verrät nichts. Tja, das ist aber für einige zu kryptisch. Also, ja, Dritter, alles richtig gemacht. Wow. Und es ist so klar, warum ist das Profil wohl privat? Warum ist das wohl so? Na, Gearing, auch ein privates Profil? Nein. Aerosmith, moin! Ja, ist immer deutlich zu sehen und deutlich zu erkennen. Auch wenn man den Spielverlauf soeben mit berücksichtigt. Oh, lass mal eine Runde brawlen hier. Ich habe ja die Hoffnung, dass mit dem nächsten Kapitäns-Rework, der ja angekündigt wurde fürs nächste Patch, glaube ich, ne? Chaos Gummi, moin! Dass da die Secondary wieder ein bisschen an das rankommt, was sie mal war. Ich würde jetzt nicht vom Buffen sprechen, weil sie ist ja eher jetzt genervt worden und sie wird nur normalisiert, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Und das wäre schon schön. Dann würde sich das Brawlen mit dem großen Kurfürst schon wieder ein bisschen anders anfühlen. Möglicherweise ja auch mit der Massachusetts wieder ein bisschen anders einfühlen. So, und das hier wird jetzt eine ganz interessante Nummer. Epizentrum. Alle Mann auf Gefechtsstation. Finde ich ja gut. Ich mag's. So, GK, wo fährst du hin? Also, dieser GK, weil er ja hier innen spawnt, würde sich hier hervorragend machen. Schön da in die Richtung raus, in diese Richtung raus und ich hier. Dann haben wir sie wunderschön im Kreuzfeuer. Aber, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? Ja, er schießt da erstmal. Das ist so ein CZ, sag ich mal. Das ist... Oh Mann. Don't trust your teammates. Oder wie hieß das? Ja. Unwetter und Epizentrum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwei Dinge, die nun gar nicht gehen. Aber drei DDs ist ja schon mal ganz schön. Was haben die anderen? Shima, Haogumo und Vampire 2. Das ist ein Ekelteil. Yes, und die haben es geschafft durchzukappen. Finde ich ja cool. Die schleichen außen rum, statt hier vorzufahren. Ah ja, so ist es. Das kannst du haben, ja. Was ganz spannend ist, dass ich bis jetzt noch nicht gespottet worden bin. Ich
versuche hier unser Gearing. Oh, Petro Pawlowski! Versuche mir so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Jetzt bin ich auch noch gespottet, das ist natürlich perfekt. Bourgogne. Okay. Nevsky. Nevsky! Oh nö! Nevsky! Komm wieder her. Shit. Okay. Oh ja, Gearing. Das ist... Kann man nicht lernen. Schön von der Petropawlowsk smoken. Ja, 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 ja. Sandra, du hast einen Freischuss. Ich will den da. Der ist mir viel wichtiger. Oh, du willst ganz wegfliegen. Ja, dann. Die Zeit muss sein. So viel Zeit lasse ich dir. Feueralarm! Genau, und dann 5800 auf die Breitseite. Das ist so unglaublich lächerlich, ehrlich. Also was Wargaming da macht, das ist so unglaublich lächerlich. Geht doch! Mensch, sowas aber auch. Ich gehe für Tore jetzt hier. Stehe ich für an. Na dann. Hauptturm kritisch beschädigt. Montana, na. Nicht mehr gespottet. So. Was ist jetzt mit dieser Petropawlowsk? Wo ist denn unser dritter DD? Ach da, okay, alles klar, ich sehe. So, Petropawlowsk hat Hydro gezogen. Ja. Der pickt mich ja. Das interessiert mich dann. Keinen Stand. Hey, Monty. Kannst du mich noch ein Stückchen weiter wegfahren? Du bist einfach zu nah dran. Also deutlich zu nah dran. Einschlag
bremsen und den Eisberg zum Drehen nutzen. Was ist mit meinem Team? Habe ich eins? Fühlt sich nur irgendwie halbwegs nach dem Team an. Aber einer muss ja den Arsch hinhalten, oder wie war das? Natürlich ist er dann auch noch von einem anderen rausgeschossen worden. Logo! Ah, Exodus, moin! Problem gelöst! Oh ne, ich hab schon wieder auf die falsche Taste gedrückt. Vielleicht schaffe ich es ja hier sogar noch wegzukommen. 34 Sekunden für ein Heal. Ja. Unser Team hat die Führung übernommen. Feel my pain, moin! Millionen potenziellen Schaden, Alter. Na Conqueror, hast auch schon ordentlich gelitten, ne? In Sicht. Nicht da. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Enges Höschen für den großen Kurfürst. Wollt ihr mich nie anpingen, weil ich hier hinten bin? Wir pfeifen. Alter, ey. 2,2 Millionen potenziellen Schaden. Naja. Das ist halt Schlachtschiff spielen. Tanken. Und überleben. Das ist das Entscheidende. Nicht nur einfach jetzt irgendwo hinfahren, sich runterschießen lassen, sondern den Versuch zu machen, zu überleben. Klappt nicht immer. Naja. Amo, moin. 9 Stunden gespielt, 100 Jahre gealtert. Ja, sowas darfst du auch nicht machen. 9 Stunden World of Warships. Oh, Nevsky. 9 Stunden World of Warships ist schon ziemlich heftig. Endo, moin. Ja. Guck mal, da haben wir doch wieder mal ein Dreadnought und ein Feuerfest. Schicki, schicki, schicki. Kurfürst. Über 2000 ist aber mit dem Kurfürst immer ganz schön, ne? Das passt schon. Hi, Opa, moin!
Muss einen freien Hafenplatz erspielen, waren noch zwei Tage übrig. Und für einen freien Hafenplatz lässt du dich so foltern. Oh, da gab es 10 Lieder niederländische Marken. Yay! Aber danach gehe ich gar nicht mehr hier nach den niederländischen Marken, weil bis ich jetzt irgendwie da so weiterkomme, dass da irgendwie irgendwas... Nee. Das ist mir egal, ehrlich. Das ist mir völlig egal. Lass uns mal die gute alte Nagato aus der Versenkung holen. Also, Nagato kommt ein bisschen aufs Matchmaking an, aber vor dem Teil muss man schon so ein bisschen Respekt haben, wenn sie im Gegenteam ist. Das ist, Und es dreht sich, und es dreht sich. Okay. 7-9er. Das ist jetzt auch nicht so ganz ohne. 4 DDs pro Seite. Skinny Leno, moin! Für Wapen, alles gut. Oh, ja, bis gerade eben. Jetzt sind wir hier also in der Mitte. Und nun? Eine Sari ohne Tarnung. Yep. Wird immer wieder völlig überschätzt, Tarnung. Braucht kein Mensch. Na, ich spiele 70% auch ohne Tarnung. Die Akatsuki dreht ab, statt in die Mitte zu fahren. Könnte ein schwieriges Match werden. Du hast auch keine Tarnung, oder? Nein. Das Ding ist schon halb verloren. Wirklich, das Ding ist schon halb verloren. Wenn du sowas siehst, ey, du musst doch in die Mitte fahren. Was willst du da hinter der Insel? Fährt auch nicht da rein. Ey, was für ein Schwachkopf. Ignorieren. Weg. Guck mal, statt dass er jetzt dahin fährt. Alter. Und jetzt nebelt er sich da. Ich sag ja Schwachkopf. Das ist... Also eigentlich hätte ich jetzt Lust, in die Mitte zu fahren und mich per YOLO rausschießen zu lassen. Genau, Lightning! Yay! Mach sie platt da vorne! Wer braucht schon nur so eine Fletcher? Sorry steht auch so, dass er niemanden beschießen kann. Kommen die Torps. Bin doch hier schon so lange zu sehen. Genau. Stellt euch mal hier alle schön in den Smoke. Yeah.
Das ist so geil, echt. Gegnerische Schlachtschiff gesichtet! Gegnerische Zerstörer gesichtet! Wie schon gesagt, Nagato muss nicht immer ein Spaß sein. Genau, Dio, komm, steck mich an. Scheiße, bin ich breitseitig zur Soyuz. Und das ist so eine Nummer, das will ich ja gar nicht. Allerdings steht er auch breitseitig zu mir. Ich muss jetzt sehen, dass ich hier rumkomme. Nicht Durchschlag und ein Abpraller. Ne, ein Treffer am Torpedoschutz. Oh, 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 oh. Eigentlich, na? Komm, rutsch hier rum, bevor die Torps kommen. Vorstahl und McBosco, moin! Tja, da habe ich jetzt hier wohl ein kleines Problem, oder? Rückwärtsgang! Aber zumindest stehe ich hier safe, was die Torps angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Duke auch glaubt, dass ich schon weg bin. So, dann wechseln wir mal die Perspektive. Problem ist diese Jarvis. Aber da muss ich sehen, dass ich jetzt hier wegkomme. Oh, Yorkie! Einer geht noch! Shakespeare! Hm, was war? Schwein gehabt, würde ich sagen. So, jetzt hier aber weg. Da haben wir doch den Kollegen. Jetzt kann ich da aus der Mitte heraus bespaßen. Cleveland. Ich denke, der wird gleich anfahren. Oder? Also ganz langsam. Was hier mit der Fletcher? Oh, wenn die Torps von da kommen, dann ist der gar nicht so weit weg. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Die Frage ist, wo ist er? In Schlangenlinien zu fahren, ne? Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Tja.
Wo ist er? Das ist das Problem. Wo ist diese Fletcher? Gegnerische Schlachtschiff gesichtet. Na, mein Freund, du versuchst das schon die ganze Zeit mit. Torpedos auf Steuerbord! Der Dreck, sagt er. Torpedos voraus! Und das sind 9 Atorps. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Super Spotting, Kollegen. Super Spotting. Was ist das, der mit so einem ohne Tarnung? Naja. Survey kommt auch da auf die Liste. Zur Basis. Magic Silence, moin, und Charlene, moin. Alter. Da kann der wirklich problemlos hier rumfahren, ohne dass den einer spottet. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja. Guckt euch die Position an. Wie sinnvoll ist die? So, Leute, wir fahren im mittleren Ring. Die kippen den gerade durch. Die Insel ist tot, würde ich sagen. Wollen wir gucken? Pass auf. Das nenne ich doch mal ein geiles Torpen, oder? Also er hat geguckt, wohin die Scharnhorst fährt. Und der fährt jetzt in die Richtung. Und er torpt die Insel. Die Insel ist tot. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Das hier ist jetzt allerdings auch eigenartiger Weg, oder? Warum dreht er nicht schon längst ein? Dreht die Waffen? Und fährt in Richtung Mitte. Der will jetzt nicht wirklich auf die A-Linie fahren, ne? Nur weil er seine Waffen auf der Seite hat. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die viele dann falsch machen. Sie lassen sich aus dem Gefecht nehmen. Das ist ein Top-Tier-Schlachtschiff. Der lässt sich aus dem Gefecht nehmen, indem er versucht, die Waffen auf der richtigen Seite zu behalten. Guck mal, er dreht schon wieder zurück. Das ist einfach grottenschlecht. Weil er muss in dem Moment drauf verzichten und muss sagen, ist mir egal. Ich arbeite nur mit den vorderen, die hinteren drehe ich und er muss zur Mitte fahren. Was will er hier oben auf der B-Linie? Der wird in der Mitte gebraucht. Der hat Secondary, der kann austeilen. Er ist halt ein Neuner. Und wer Friedrich den Großen schon mal gespielt hat, weiß, auf 17 Kilometer ist das jetzt nicht unbedingt der Sniper schlechthin, denn der trifft gar nichts hier. Also es ist, das ist wirklich ein Gameplay, wo man sagen kann, es ist schlecht. Auch hier. Er schießt jetzt hier auf die angewinkelte Lyon. Dreht er das Schiff, kann er ganz anders fahren und der Winkel verändert sich, je weiter er in die Mitte fährt.
dann kann er an die Leon ranfahren. Genau, jetzt kriegt er es sogar noch hier von der Scharnhorst in die Breitseite. Ne? Also wenn er kann jetzt hier angewinkelt auf beide zufahren. Die Leon kriegt er in die Secondary-Reichweite, zeigt keine Breitseite, aber nope. Genau, jetzt zeigt er noch mehr Breitseite, also wow. Der ist einfach grottenschlecht. Das ist ein DD, ein BB-Spiel, das ist wirklich how not to play. Weil er unterschätzt komplett diese Breitseite hier. Wieder 7000 von der Scharnhorst eingefangen. Warum winkelt der nicht an? Das ist ein Neuner. Die können dem gar nichts, wenn der anwinkelt. Das prallt alles schön ab. Da. Eine ganz andere Nummer. Ja. Also einfach nur grotten schlecht. Und naja, zu ihm sage ich gar nichts. Den haben wir auch nicht mehr lange. Ne? Fährt breitseitig zu zwei Schlachtschiffen. Guck mal, da ist er nur noch die Hälfte. Und nach der nächsten Salve ist er raus. Auch jetzt hier. Warum auf den, wenn er auf den schießen kann? Weil er es gar nicht sieht. Weil der Kreuzer ist ja viel gefährlicher für die beiden DDs. Jetzt zeigt er nochmal volle Breitseite, weil er will nochmal torpen. Und tschüss. Hol! Du kannst am Start sehen, was für Spieler du im Team hast. Du siehst, wohin sie fahren. Du siehst, was sie tun. Du siehst im Laufe des Spiels, wie hohl sie das Spiel spielen. Und da muss man dann einfach sagen, okay, dumm gelaufen. Ja, also mit solchen Spielern, die kriegst du auch nicht gecarried. Siehst ja, der fährt die ganze Zeit hier außen rum, wo er nirgendwo was machen kann. Dann geht er einmal so ein bisschen näher ran und ist sofort raus. Und auch die Fletcher. Jetzt erklär mir mal, warum die Fletcher so einen Abstand zur York hält. 11 Kilometer. Hat die York 11 Kilometer Hydro? Der hat eine Verborgenheit von unter 6 Kilometern. Dann fahre ich auf 6,5 Kilometer an den ran. Und halte mich auf 6,5 Kilometer. Das ist der nächste. Das ist, wow. Always tired, moin. Und Horst, moin. Timo, moin. Northman, moin, meine Tower, moin. Also, wenn jemand ein 7er oder ein 9er Schiff hat, dann spielt er es ja nicht erst seit vorhin. Der spielt ja schon ein bisschen länger. Also, jedenfalls theoretisch sollte das so sein. Aber der hier mit seiner Surrey beispielsweise, ja, das wird auch nicht besser werden. Der wird deutlich schlechter werden noch in der Winrate. Deutlich schlechter, wenn er jetzt ein bisschen mehr oben mitspielt. Östergötland da ganz unten. Wow. Okay, also meine Liste wird wieder ein bisschen voller. Wow. Wenn einen nicht interessiert, ob man gewinnt oder verliert, warum spielen die Leute dann nicht Koop? Dann ist es ihnen doch auch egal, ob sie gegen Bots spielen oder nicht. Warum versauen solche Spieler anderen den Spielspaß?
Das ist so eine Sache, ne? Also ich muss ja immer wieder überlegen, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich auf Gefecht klicke, mich 11 anderen aufzudrängen, so sage ich das mal. Die können mich nicht ablehnen. Ich werde einfach dazu gelost. Warum tue ich das, wenn ich eine Einstellung habe, die eigentlich gar nicht zu diesem Spiel passt? Dann kann ich auch sagen, ich stelle das um von Zufallsgefecht auf Koop. Und da ist es dann egal, weil ist halt Koop. Also, das ist so eine Nummer, wo ich sage, gehe ich nicht mit. Da gehe ich nicht mit, zu sagen, ja, das ist doch, das kann... Natürlich kann man es machen. Aber, das ist, für mich ist das so, wenn ich so den einen oder anderen sehe, als würde irgendwie der Bolzplatz-Kicker die Möglichkeit haben, sich bei seinem Lieblingsverein in der Bundesliga mit aufzustellen. Hat null Plan, was er tun muss, hat keine Kondition, kann nix, aber kann mitspielen. So, und die anderen sollen jetzt für ihn mitlaufen und sollen für ihn alles mitmachen, damit er mal gewinnt. Es geht nicht. In dem Spiel geht's. Im Fußball würde es nie funktionieren, weil der nie aufgestellt werden würde. Also in einem Real-Life-Fußball. Und da muss ich eben sagen, das finde ich einfach schlecht gelöst. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in World of Warships geben sollte. Aber wenn einer wirklich mit der Einstellung reingeht, ist mir doch egal, ob ich gewinne oder verliere. In keinem Wettkampf, ich will noch nicht mal sagen Sport, in keinem Wettkampf ist so jemand richtig aufgehoben. Weil das ist keine Einstellung für einen Wettkampf. Wer einen Wettkampf bestreiten will, und anders sehe ich das hier nicht, der muss aus meiner Sicht die Einstellung haben, ich will gewinnen. Weil alles andere ist auch gegenüber dem Team nicht fair. Also du musst wirklich gewinnen wollen und in dem Moment das Beste tun, was du kannst. Und dann ist alles gut. Und dann gibt es halt die können es ein bisschen besser und es gibt die können es nicht so gut. Das ist in jedem Spiel und in jedem Wettkampf so. Aber das ist eben, wie du schon sagst, es ist das Spiel von Wargaming. Und Wargaming hat kein Interesse dran, gute Spieler zu züchten oder die Spieler dahingehend zu beraten, dass sie gut werden. Wargaming will sie bei der Stange halten und will ihnen möglichst nochmal das Portemonnaie für irgendwelche Premiums oder für irgendwo nochmal was anderes öffnen. Also, ne, nach dem Motto, kauf du mal, das wird schon alles gut. Nee, finde ich jetzt nicht. Ja, so, hier eine Schema. Guckt euch das an. Bremst hier ab, stellt sich hier hin, fährt hier rückwärts. Kann das richtig sein? Z fährt raus, okay. Also, was ist das für ein Gameplay für eine Schema? So, dann wollen wir mal gucken, wer mich hier gleich aufmacht. Aber mich wird hier definitiv gleich einer aufmachen. Oh, 6666. So, guck mal, ach, die Venezia, guck mal, auf den habe ich doch gewartet. Na klar, Conqueror, na klar. Feueralarm!
Kurve ist auch großes Kino. Also, und jetzt soll ich hier für dich weiter fangen? Nix. Du mach dein Ding mal schön alleine da, du Boss. Ey, das ist Gameplay. Ihr habt ja gerade gesehen, wie ich Kurfürst spiele. Das hier ist eher, tja, Salem, Des Moines. Also, nicht Kurfürst. Tschüss. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Welches Kohleschiff sich am meisten lohnt? Nee. Das ist ja auch immer eine Abhängigkeit, finde ich, was man gerne spielt. Also jetzt irgendwie diese Fragen, welches Schiff macht am meisten Sinn, kann ich in der Regel nicht beantworten, weil es kommt ja immer darauf an, worauf die Spieler so Bock haben. Und wenn du einen richtig guten Kreuzer da als Kohleschiff hast, aber ungern Kreuzer fährst, ist das ja eine Sache, wo ich sagen muss, passt doch nicht zusammen. Ja, genau. So spielt man ja Mario. Schön immer von hinten. Hat er doch gedreht. Okay. Na gut. Jetzt hätte ich gerne AP drin. Z, wenn meine Waffen sich jetzt mal drehen würden. Scheiße. Sind wir doch mal ab hier rein hier. Wow, an der Montana alles vorbei? Das ist ja geil. Fragen wir mal, wie das geht. Kremlin wird rausgetorbt. Torpedos, achte aus! Super. Montana schießt HE. Bestätigter Einschlag. Ey. Dann leben. Wow. Nehmen wir nochmal wieder HE. Obwohl, jetzt kommt er nochmal wieder, aber da steht er sowieso so angewinkelt. Ah! Kremlin setzen 6. Wieder ein Team.
No. So nicht. Unser großer Kurfürst kommt. Zeigt, was er drauf hat. Komm, lass dich raus, Torben. Du bist ein ganz großer. Alter. Yay. Klatsch, 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 oder was? Nee, alles vorbeigelaufen. Hey, hey, hey. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Hm. 998. Ja klar. Ist halt ein Russe, ne? Und da ist der Kurfürst raus. Yay! Wie lange hat es jetzt gedauert? Alter. Gegnerischer Kreuzer gesunken. Na, Pedro Pavlovsk, wartest du auf meine Breitseite? Und die Yamato ist raus. Yay! Colombo! Na, guck mal. Und da ist das Thema auch schon durch. Hightier. Ich sag mal Hightier. Und ich würde wetten, wenn wir jetzt die Spieler, die einzelnen Spieler uns angucken und hier durchgehen. Guck mal, erster. Mit Abstand sogar. Hier in Moskwa, 367. Hindenburg. Also, die haben alle ja, Hindenburg. 39%. Miner Tower. Oh. Marceau. Ja. Ich klicke jetzt nur die an. Die unter 500 sind. Nur einer hat überhaupt über 50%. Und da sage ich einfach mal, das ist das typische High-Tier-Match. Das ist das typische High-Tier-Team. Spieler, die im Spiel viel zu schnell vorangekommen sind, die völlig überfordert sind mit dem, was ihr Schiff eigentlich kann, aber vor allen Dingen damit überfordert sind, was ihre Gegner können. Und ja, das ist halt dumm, ne? Weil die werden ja nicht besser im Laufe der Zeit. Im Gegenteil, die werden ja immer schlechter, weil sie einfach mit der Situation nicht klarkommen und immer defensiver rangehen werden. Dann nehmen wir mal die König. 12er Kapitän drauf. Und da muss ich eben sagen, warum tut ihr euch das an? Warum tut ihr euch das an? Warum spielt ihr auf einem Tier, dessen Niveau ihr überhaupt noch nicht ansatzweise erreicht habt? Also,
Mann, ey. 5er, 7er, aber kein CV. Okay. So, dann sind wir hier genau in der Mitte. Tja, wohin? Da sind 2 DDs, 2 Kreuzer und 2 Schlachtschiffe auf der Seite. Und hier drüben fehlt 1 DD. Also würde ich sagen... Warte mal, da ist ein 6er. Ne, hier anders. Hier sind 2 6er. Da sind 2 7er. Also schließe ich mit den 6ern an. Da liegt, glaube ich, mehr Sinn drin. Weil die 7er können ja zusammen schon ganz ordentlich austeilen. Und wenn wir auf der Seite jetzt hier gegen die 7er fahren müssen, weil die sich möglicherweise auch so aufteilen, macht es Sinn, dass wir da mit 3 Schlachtschiffen sind. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Snake, moin! Also... Man sollte schon immer auch einfach gucken, ne? Also wenn jetzt die Bayern beispielsweise hier mit rüber fährt, dann ist das nicht besonders schlau. Lässt sich dann aber nicht verhindern. Ja. Dödel mal ein bisschen rum. Omaha. Mhm. Z39. Todesmutig ins Cap. Ob das gut geht. Die Jaguar fährt von da aus ran. Das kann sehr gut sein. Das kann aber auch ganz blöd laufen, weil die Leningrad braucht jetzt nur zur Seite drehen und kann da rein torpen, während der das nicht kann. Also, ich vermute mal, wir werden die Jaguar verlieren und die Huang He wird möglicherweise die Leningrad rausschießen. Das könnte so laufen. Wir werden es erleben. Oh, da hat aber jetzt die Leningrad nicht gut getorbt. Wenn die Jaguar weiterhin... Ach, jetzt torbt er erst. Wieso torbst du denn jetzt erst? Wow. Tja. Curve Torp, sag ich mal. Oh, Don Red, moin! Z39, warum kriegst du da so einen mit? Fuso, näher ran, Mann! Das ist eine Fuso! Das macht Spaß, wenn man damit ranfährt. Wie lange fahre ich jetzt hier rum? Alter. 3,5 Minuten, bis man das erste Mal schießen kann. Und dann fahren die auch noch alle weg. Da kommt ein Pirate, der wird ein Licky, der kommt mit Bayern. Früher gesehen. Gneisenau versucht zu cappen. Und was macht unsere Bayern? Nix. Warum fährst du denn da hin, wenn du das nicht unterbinden willst? Alter. Ich würde gern, aber so wie es aussieht, kommt diese Piotr und macht hier richtig Druck.
erstmal um Piotr kümmern. Na, Piotr? Come in range, my friend! Oh, Bayern. Alter, Dödler. Dödel! So, yo. Und Furutaka. Dich haben wir auch nicht mehr lange. Nee, genau. Schießt im Nebel. Geht auf. Tja, das ist. Ist halt schwierig, wenn man die Systematiken des Spiels nicht kennt. Anwinkeln. Unser Team hat die Führung übernommen. Natürlich ein Doppelbran. Diese Holländer sind die Hölle, ne? Was Brand angeht. Du fährst noch vorwärts, wenn du geschossen wirst, oder nicht? Problem gelöst! Nö. Der fährt weiter rückwärts. Fahr weiter rückwärts. Auf diese. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Torpedos auf Steuerbord! Torpedos auf Steuerbord! Hm. Abbremsen, einlenken. Oh, alles gut. Ja, das ist eben genau das Problem, was du in diesem Spiel dann natürlich auch hast, wenn die Spieler kommen und sagen, ja, ich habe da einen Freund und von dem lerne ich's. Wenn man einfach sagen muss, ja, das funktioniert, wenn du einen Freund hast, der weiß, was er tut. Hast du den eben nicht, lernst du es gleich von Anfang an falsch. Tee? Ne? Traust dir nicht? Guck mal, da ist er doch. Und hau den weg, Fuso. Nikolas, komm. Schieß ihn doch einfach weg, Mensch! Oh Leute. Kann das so schwer sein? Ah, Reblaus, moin! Ja, das ist genau das, was ich immer wieder sage. Das ist leider genau das, was ich immer wieder sage. Oh, jetzt fährt er raus. Okay, wird dann. Hold my fire for Omaha, habe ich gerade gesagt. Also ich hätte... Oh, komm, nicht. Das kann nicht angehen, dass der jetzt da nicht gespottet ist, also. Da gibt's... Gegnerische Zerstörer gesunken. Es gibt leider nichts, was Wargaming irgendwie sinnvollerweise vielleicht den Spielern als, ich sag mal, Anleitung zur Verfügung stellen könnte, was möglicherweise auch dazu geeignet ist, wirklich etwas zu lernen. Also die machen natürlich schon was, und sind ja auch das eine oder andere. Ja.
eingestellt. Aber, ja genau, natürlich. Feueralarm! Aber es ist halt nichts, wo du sagen, also wo ich jetzt sagen würde, yo, das ist so richtig geil. Da können die Spieler so richtig von profitieren und können das richtig lernen. Nee. Unser Sieg eher, ist in Sicht. Eher nicht. So, auch wenn die Bayern mir hier quasi volle Breitseite zeigt, der Kreuzer muss erstmal raus. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Unser Sieg ist in Sicht. Weil alles andere kommt von allein. Aber so ein Kreuzer. Der steckt dich halt immer wieder an. Hätte ich ihn noch gekriegt? Wer weiß. Naja, du hast grundsätzlich natürlich erstmal das Problem, wenn du von irgendjemandem angesprochen wärst, hey, spiel doch mit. Ja, dann ist ja die Frage, wie spricht er dich an? Ne? Sagt er, ey, da gibt's ein geiles Strategiespiel, das ist mit Schiffen und das ist schon mal der richtige Ansatz. Wenn der kommt und sagt, ey, da kannst du richtig geil rumballern, dann ist das schon mal der falsche Ansatz. Daran kannst du schon mal erkennen, wie der möglicherweise drauf ist. Und dann kannst du natürlich, so er seine Statistiken nicht gesperrt hat, einfach einen Blick in die Statistiken werfen und einfach mal schauen, wie spielt er so mit den Schiffen, die er hat. Und dabei geht es halt nicht nur um die Winrate, sondern eben auch um den persönlichen Einfluss aufs Gefecht, und das ist für mich eben die PR. Und wenn ich da jetzt schon mal sehen kann, das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das für mich vorstelle, dann weiß ich nicht. Also, ich bin aber auch der Meinung, nur in dem Fall würde ich sagen, passt das nicht, dass nicht jeder Trainer ein guter Spieler gewesen sein muss. Nur da das ja selber ein Spieler ist, der jetzt dich dann möglicherweise anleiten will, muss er schon gut sein. Oder zumindest so, dass er sagen kann, ja, ich habe das Spiel verstanden. Ich komme damit klar. Aber, ja. Du wusstest nicht, dass es sowas wie Statistiken gibt. Ja, guck mal. Das ist aber jetzt auch eine Sache. Die Frage ist ja, wie sehr setzt man sich mit dem Spiel auseinander? Ne? Wenn ich auf mein Profil klicke und ich habe hier mehrere Menüpunkte, dann kann ich ja einmal mal draufklicken und dann stelle ich plötzlich fest, oh, guck mal, was es da gibt. Es gibt Statistiken. Und ich muss ja noch nicht mal auf irgendwelche Statistikseiten. Ich finde es alles im Client. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, das interessiert mich, dann kann ich es ja gucken. Ich glaube, dass das größte Problem ist diese Konstellation, dieses mach das selber, such's dir selber. Ich kann mich da auch nur wiederholen. Ich finde, Wargaming hat ein sehr, sehr geiles Spiel geschaffen. Sie schaffen es nur irgendwie nicht oder wollen es nicht, die Spieler richtig anzuleiten. Und das ist so, ja. Guck mal, Reblaus, ja. Und du wirst nicht alleine sein mit der Einstellung. Das ist, so, jetzt habe ich irgendwas verpasst. Frechdachs, danke für den Follow, willkommen in der Familie. Das ist einfach genau das. Und da muss man sich dann immer irgendwo vielleicht auch fragen, ist es das? Also, macht das wirklich den Spaß aus? Klar, da gibt es genügend, bei denen man sagen muss, jo, das ist der Spaß. Tatortreiniger, vielen lieben Dank für 5 Monate jetzt. Vielen Dank und moin.
Also man muss sich halt wirklich selber so ein bisschen einarbeiten in dieses Thema. Ne? Du findest eben alles oder vieles auf YouTube. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, vieles ist halt dieses Highlight-Schauen. Du kriegst viele Videos angeboten, wo es eben wirklich nur darum geht, oh, guck mal, 8 rausgenommen, oh, guck mal, 300.000 Schaden gemacht. Und das erzeugt einfach einen falschen Eindruck. Und es gibt ganz, ganz wenig Videos, die sich mit dem Thema Strategie auseinandersetzen. Das liegt aber auch an den Spielern, weil das ist eindeutig. Ich habe es ja auf meinem Kanal. Und wenn ich mir die Zugriffszahlen angucke, dann sehe ich eben, die Leute wollen Krach, Bumm, Peng. Sie wollen nicht, denk mal drüber nach und überleg mal, ob du was besser machen kannst. Das wollen die wenigsten. Pfirsichfaust, moin. Also, das ist halt so ein bisschen das Problem. Dass letztlich, wenn man das Spiel richtig spielen möchte, das fast gar nicht mehr möglich ist. Weil die Player Space es nicht kann. Und deswegen hast du eben immer mal wieder Gefechte, die einfach sehr geil laufen, wo du einfach sagst, jo, das ist es. Ein DD, der spottet. Ein CV, der spottet. Schlachtschiffe, die Kreuzer unterstützen, indem sie tanken. Kreuzer, die DDs unterstützen, indem sie auf alles schießen, was irgendwie für den DD gefährlich werden könnte. Und dann gewinnst du sowas. Weil die anderen es nicht tun. Und dann merkst du, okay, das hat ja richtig gut funktioniert. Hier, beispielsweise der. Was erwartet der jetzt hier? Außer, dass er gleich gewone-shottet wird. Ich wüsste nicht, dass der Nebel hat, oder? Was will der da vorne? Wir haben nur einen DD, okay. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit einem Nicht-Nebelkreuzer dahin fahren kann und das mal einfach so cappe. Tja. Er fährt jetzt auch noch direkt auf den DD zu, der da... Das ist schlichtweg... Schlichtweg... doof. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt schießt er auch noch nicht mal auf den DD, ne? Oder? Ich sehe den nicht schießen. Seht ihr den schießen? Wie hohl können Spieler sein? So hohl wie der. So viel zum Thema, der schwimmt auch in Milch. Ja? Also, das war, ne? Abbremsen. Ist ja klar. Also, da lasse ich mir von der Ise hier auch ein paar Torps reinhauen. Aber wenn ich die Chance habe, auf den einzigen DD im Spiel mitzuschießen, ja, dann mache ich das doch. Da interessieren mich diese paar Torps doch nicht. Das ist lächerlich. Was? Boah, die Ise. Da hinten ist die Ise. Der. Ach, geil, echt. Naja. Ballerbude, moin! Oh, gewertete, ganz entspannt. Ja, ist gar nicht. Tja. Ich
ist halt das Problem, dass ich offensichtlich der Einzige bin, der auf den schießt. Und das mit den F3 funktioniert einfach nicht mehr. Du kannst, also dieser Client ist total verhunzt. Das ist einfach so. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. König, yay! Tja, da haben wir zwei verloren. Tja, das ist toter Hering, moin! Das mit dem, die anderen sind schuld, ist natürlich immer wieder verbreitet. Das ist so. Aber es ist eben auch so, dass du die einzige Konstante im Spiel bist. Und wenn du immer wieder verlierst, kannst nicht nur an die anderen liegen. Oh, komm, ich muss nochmal an diesen einen Duke rankommen hier. Hey, Spezi. Tja. Oh, jetzt komme ich ran und jetzt komme ich nicht mehr ran, weil ich eben nicht vorhalten kann. Kannst mal sehen, wie sehr ich motiviert bin, hier irgendwie noch schneller zu werden. Wow. Der nächste ist weg. Furious. So schön ist auch wer. Oh nee! Da geht die Skorne auf! Nochmal ein kleiner. Will's auch nicht haben. Ich weiß nicht, ob das was wert. Ich sag mal, nö, das wäre nix. So, da ist N. Ja. Ich halte ja nichts vom Rückwärtsfahren, ne? Und doch muss ich es jetzt hier machen. Zumindest bis ich so weit rückwärts gefahren bin, dass ich da vorwärts dran vorbeifahren kann. Falschen Knopf vor, ich konnte auch kotzen. Mal da vorne dann noch ein weiter weg. Was ist mit der Nürnberg da oben? Ja, keine Ahnung, kann ich nicht sehen. Ich sehe nicht, wenn ich da. So, dann nehmen wir jetzt mal AP rein. Wenn die alle so frech hier rumfahren, ne? Hey, 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 hey.
Hallo? Durchgeschlagen. Ich habe 25.000 Schaden gemacht, wollte mich verarschen. Alter. Ja. Alter. Ja, aber so Spiele kannst du auch nicht gewinnen. Wenn du auf einem breitseitigen Kreuzer keinen Schaden machen darfst. Also das ist... das ist einfach nur ein Witz. Was? Habt ihr gesehen, wo das runtergefallen ist? Und habt ihr gesehen, wo der gewesen ist? Mit. Ey. Also wirklich, das ist... Dieses RNG ist unfassbar. Unfassbar. Ha, toter Hering! Vielen lieben Dank für die ganzen 100 Bits! Also, wirklich, das ist doch unglaublich. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie gut fahren würden oder sowas. Ey, nee. Die fahren schön geradeaus. Siehe die Nürnberg. Das ist, vielen lieben Dank! Hast ein bisschen an Nighthawk geknabbert. Ja. Ah. Wenn du keinen Schaden machst, hast du nicht richtig gezielt. Aber das ist Wargaming-Logik. Also, das kann man nicht anders sagen. Das ist schon eine richtig gute Wargaming-Logik. Nur was da an Aussagen teilweise getroffen wird, ist ja auch jenseits von Gut und Böse, ne? Also. Toter Hering, nochmal vielen Dank für die. Nochmal 200 Bits. Oh, noch ein Nachrücker. Vielen lieben Dank. Alter, ey. Und na, ja, sehr entspannt. Also der mit der Ise hat die ganze Zeit nur hier hinten gestanden, hat das Ding wie ein Flugzeugträger gespielt. Das ist auch schon sehr, sehr, sehr spannend. Und warum die Mayhem ja jetzt so nah ranfährt, dass er zu sehen ist, das ist
Der hätte das Spiel jetzt entscheiden können. Die Mayhem hätte das Spiel entscheiden können. Hat er jetzt ja auch. Alter, ey. Mann, Mann, Mann. Hey Jungs, vielen lieben Dank. Nighthawk, jetzt vielen Dank für 400 Bits. Und nochmal Toter Hering, vielen lieben Dank. Alter Schwede. Tja. 1,7 Millionen potenziellen Schaden. Und dann frage ich mich aber wirklich, warum wirft jetzt die Mayhem dieses Spiel einfach weg? Und ich frage mich, wohin hat die Fitch da getorbt? Oh, wow! Toter Hering! Vielen lieben Dank für 1380 Bits! Herzlich willkommen als neues Familienoberhaupt. Und Nighthawk hält gleich nochmal gegen. Nochmal 500. Vielen lieben Dank. Alter Schwede. Das ist ein Duell jetzt, was ihr da macht, oder? Jäger, moin. Fitchy, komm, fahr zum Captain. Aber das Ding ist eh durch. Oh Mann, ey. An der anderen Gneise sind auch nicht mehr so viel dran. Was macht unser Furious jetzt? Geht er jetzt in Angriff wieder? Ja. Warum? Guck mal. An der Gneisenau sind keine 8000 mehr dran. Die kann er doch mit Sicherheit rauskriegen. Und jetzt fährt er näher ran, damit er auch auf jeden Fall gespottet bleibt. Eieieiei. Drei Minuten noch. Guck mal, an der Aoba ist auch so gut wie nichts mehr dran. Gneisenau ist raus und Furious ist aber auch raus, ja, weil er schlichtweg dumm gespielt hat. Warum fährt er hier nach vorne? Warum fährt er nicht hier raus, dass er nicht mehr gespottet ist? Das ist bei einigen... muss so schwer sein. Naja, das Ding ist verloren. Können wir raus. Die kriegen das nicht gebacken. Aber es gibt halt wirklich auch Spiele, die soll man offensichtlich nicht gewinnen. Also wenn ich bleib dabei. Wenn diese breitseitig fahrenden Kreuzer, wie die Aoba, wie diese unaussprechliche und die, was war das? Myogi? Was auch immer. Also wenn die da so einfach rumfahren können und sie keine Zitadelle fressen, obwohl sie breitseitig fahren, dann ist das mehr als hohl. Aber es ist nicht zu verhindern. Und ich gehe wirklich davon aus, dass das ein reiner Schutz der schlechten Spieler ist. Weil ich kann mich an Zeiten erinnern, da hat eine Nürnberg, die so breitseitig gefahren ist, ohne Tarnung, die wäre nicht so lange darum gefahren.
Also, mit ein bisschen Pech hätte man zweimal schießen müssen. Aber meistens hat die erste Salve gereicht. So. Gefechtsstation. Viel Glück und ruhige Wasser. Ein Standardmensch. Ohne CV, okay. Viel Glück allen. Dann schließen wir uns auch mal hier. Oha, Vladivostok, was machst du denn? Ja, ist klar. Okay. Muss ich auf die andere Seite, weil Vladivostok ist ein Totalausfall. Guckt euch das an, wo der hinfährt. Und ich behaupte einfach, dieser Vladivostok-Spieler ist ein ganz schlechter Spieler. Da bleibe ich ja dabei. Dass man das wirklich innerhalb von Sekunden entscheiden kann und sehen kann. Kein guter Spieler dieser Welt würde, wenn er hier spawnt, hier rumfahren. Warum sollte er das tun? Nur ein Grund. Nur ein Grund. Das macht null Sinn, was der da macht. Also im Gegenteil, das ist einfach unsinnig, weil er könnte jetzt, weil er ja auch der Achter ist, er könnte schon hier sein, er könnte die viel besser unterstützen da vorne. Also, das ist klack, gleich auf meiner Liste. Solche Leute... Nein. Nein. Naja, mentalisiert, du machst ja noch nicht mal Overpens mit AP. Du triffst ja größtenteils gar nicht mehr. Das fliegt ja alles sonst wohin. Und ob ich nur mit AP vorbeischieße oder mit HE vorbeischieße, ist eigentlich egal. Und ich behaupte mal, da ich ja nicht seit gestern spiele, ich kann so ein bisschen zielen. Nur was da teilweise jetzt bei rauskommt, das ist unterirdisch. Einfach nur unterirdisch. Nürnberg, yay! Willst du nochmal zurückschießen? Jo, willst du. Einschlag bestätigt. Was? Wer ist denn dieser Key? Die Gede. Kreuzer versenkt. Das ist ein guter Anfang. Hab ihn. 610. Okay. Und so mutig ist er, Vladivostok dann doch nicht. War schon ganz verblüfft, dass der hier überhaupt fährt, aber... verdammt. Tickt er noch? 38? Nö, er tickt nicht mehr. Oh, Kansas. Tja, Shoshi. Jetzt müsste ich aber mein Schiff komplett drehen. Das wird wieder nicht gut. Weil da kann ich einen von
der Kansas kriegen, den ich ja eigentlich anstecken wollte nochmal, aber naja. Es gibt halt die Reihenfolge, erst DDs, dann Kreuzer, dann Schlachtschiffe bei mir. So, ich denke jetzt, dass er einen Antrieb wegschießen konnte. Ist er möglicherweise auch gleich tot. Nein, er ist rausgenommen. Er ist eigentlich tot. Ah. Oh. So. Ah. Wenn du so weiterfährst, ich bleib mal hier stehen und nimm mal AP. Nee, ist abgedreht. Nichts anderes erwarten, oder? Ja, der ist nochmal hoch. Nee, oh, ganz langsam unterwegs. Okay. Das will ich ja nicht, dass mir hier die Kansas einen verbraten kann. Netter Versuch. So, dann gehen wir auf HE, weil da ist einer, der HE verträgt. Okay. 2013, sehe ich aber auch nicht zum ersten Mal heute. Kansas, also kann das vorsichtig sein. Der fährt jetzt da um die Ecke, damit er mir schön einen mitgeben kann. Aber was tatsächlich passiert ist, er wird brennen für dieses Spiel. Na, will er nicht? Okay. Das war ein guter Versuch. Freund. Was ist mit dir? Ja. Smiley hat nicht gut lachen hier. 2098. Drei Nicht-Durchschläge mit HE. Das ist immer wieder geil. Von euch kommt im Moment keiner an mich ran hier. Ist klar. Wieder vier Nicht-Durchschläge mit HE. Muss doch die Gede da, oder was? Nein, 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 nein. Netter Versuch, aber nein. So, da ist jetzt noch eine Monarch und eine Devonshire. Aber die sind nicht weiter. Da ist auch noch eine Gede. Kansas! Kann ich nochmal anstecken? Ah, möglich.
auf AP. Das ist der, sag ich doch. Ja, und wir werden wohl unsere Gede verlieren. Das sind so Sachen, wo ich mich wirklich frage, warum machen die Leute das? Stellt sich dahinter eine Insel, statt abzuhauen. Der braucht doch nur aus dem Hydro-Bereich rausbleiben. Kann ihm doch nichts passieren. Ihn kann keiner mehr spotten. Außer der Akatsuki, die hier drüben ist. Aber, naja. So, mal gucken, ob ich jetzt als erstes die Devonshire hier sehe. Ne, es ist die Monarch. Okay. Der interessiert mich aber nicht wirklich. Und die Nürnberg ist raus. Von der Akatsuki rausgetaucht. Du interessierst mich. Das andere interessiert mich nicht. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Und auf HG. Das ist ein Achter, den kriegen wir nur über Brände klauen. Zwei Zieher. Netter kleiner Doppelbrand. Zwei Zielen. Aber die Nürnberg ist hier hinten irgendwo rausgegangen. Also die Akatsuki kann das nicht sein. Mit anderen Worten, die Kansas wird hier hochfahren. Unser Norca ist ja auch noch gut drauf. Also insofern, das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Tausender, ja klar. Zwei Zielen, verdammt. Oh, nee, mein Freund. So, 10,0. Kommst du jetzt nach oder bleibst du da stehen? Nee. Ob wir ihn rauslocken können, weil wenn er von dem da einen in die Seite kriegt. Ah, guck mal, da hinten kommt was. Dann hat er ein Problem. Oh wow, Kansas. Das ist aber eine Entfernung. Sag ich ja. Sag ich ja. Dazu muss man ihm ein bisschen was anbieten und er muss einfach rauskommen. Und dann ist er den kleinen Stück, das kleine Stück zu weit rüber. Und schon ist das Thema für ihn durch. Boah, das dauert noch 6 Minuten hier. Das glaube ich nicht. Problem ist natürlich dieser Akatsuki. Aber so macht doch World of Warships viel mehr Spaß, als irgendwie nur durch die Gegend zu fahren und zu ballern. Hier einfach mal ein bisschen zu gucken, wo könnte was wie. Mit HE, AP wechseln. Den Versuch zu machen, den Gegner für den eigenen zurechtzulegen. Also, und nicht immer nur selbst auf Damage zu gehen. Das ist ja das, was ich beim CV-Spiel auch immer wichtig finde. Also, ich finde, da gibt es so viele auch wirklich richtig schöne Beispiele. Aber es gibt halt auch wirklich viele Spiele, die, naja, nicht mehr ganz so schön sind. Tja, 120.000.
Als 7er, am 8er. Nehme ich doch. Ich werde auch noch den nehmen. Alles, was ich jetzt brauchen kann. Keine Ahnung, was die Kansas macht. Gefecht endet in 5 Minuten. Die Frage ist auch, ob die Edinburgh... Oh, guck mal, da, alles klar. Also der muss dann ja da sein. Oh, man sieht ja, woher die Torps in etwa kommen. Du hast Radar! Wir haben eine Radar, Edinburgh! Geil. Kilometer, na dann. Da ist die Kansas. Warum gehe ich jetzt nicht auf? Na? Oh komm! Ist das mies, ey. Das war nun wirklich nicht schlecht gezielt. Oh ja. Oha. Ich ahne Böses. Der ist so auf Rammgeschwindigkeit gerade gegangen. Wobei das wirklich nicht notwendig wäre, ne? Also wenn der rammt, der hat was dabei zu gewinnen. Warum er jetzt da so ranfährt, erklärt sich mir überhaupt nicht. Oh. DD. Sofort. Natürlich. Auf DD. Ja, dann ist er raus. Morg hat nochmal einen ordentlich gefangen. Mittlerweile hat plötzlich die Kansas mehr zu verlieren. Und Norga geht unter. Alter, ey. Aber ich spiele das jetzt hier nur safe. Egal, was die beiden daraus machen, ich will hier überleben. Da, guck mal. Super Norker. Und das war's. Wow. Norker, voll HP. Bis zu einer Drehung. Und weg war er. Tja. Duke of York. Du bekommst ein Lob. Du hast gut gespielt. Und ja. Der Rest war dabei. Feldjäger, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Guck mal. Derwinshire und Nürnberg versenkt. Yay. Schaden durch Aufklärung. Das glaube ich jetzt ja nicht. 73.000 Schaden durch Aufklärung? Hallo? Wie geht das denn bitte? Naja, okay. Hab ja nur ein Schlachtschiff. Doch, nette Runde. Nelson, Niederlage. Wer hätte es gedacht? Immer wieder verblüffend. Hala Luna, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Dann lass uns doch nochmal Kaga Black spielen. Aber wer neu hier ist, das wird kein Damage-Rekord. Das ist nicht mein Job als CV. Ich gewinne bei der Kaga auch gerne mit 32.000 Schaden. Hauptsache, ich habe dann 200.000 Schaden durch Aufklärung. Hab dafür gesorgt, dass alle DDs rausgenommen worden sind. Und alles ist gut. Achter, Neuner. Achter, Neuner. Eine Kit. Das ist jetzt nicht das, was man als CV gerne sieht.
Lightning und Öland. Auch nicht unbedingt die schwächsten DDs, was die EE angeht. Tja. Dann. Alle Mann auf Gefechtsstation. Machen wir ein bisschen Licht für unsere Lightnings. Erstmal hier. Nicht, dass einer auf die Idee kommt, da durch die Mitte fahren zu wollen. Ja, guck, da haben wir doch schon eine Lightning gefunden. So, dann setzen wir hier mal einen Fighter. Wie schon gesagt, ich bin kein Freund davon, andere zu verraten. Und mit dem Fighter kann jetzt der gegnerische CV nicht allzu viel anfangen. Außer... Och, Defender! Was machst du denn hier? Mit der Seattle. So, Öland. Sowas. Ein würdiger, zum Versenken geeigneter Gegner. Guck mal, der Meifel fährt hier hoch. Guck mal, Pommern. Was hältst du davon? Erzähl, was du willst. Den Rest holen wir zurück. Na, guck mal. Gehen wir doch nicht ganz ohne Schaden raus. Weit da drin stehen. Oh, Amalfi. Ernsthaft? Ja, die Dinger sind gelenkig. Feuer auf gegnerisches Kriegsschiff konzentrieren. Jo, bin schon auf dem Weg. Verstanden. Du setzt da einen Fighter? Warum denn? Ah, weil du selbst da bist. So wird's okay gemacht. Herzlichen Dank. So, hat irgendwer Lust auf ein Stück Graf Zeppelin?
bisschen Jäger in der Luft. Leitungsjagen. Der Bär, moin! Ich gehe, glaube ich, auch noch ein Stückchen weiter in diese Richtung. Wird aktiviert. Nicht, dass die mich spotten und die beiden da mich platt machen. Ich bin gespottet. Ah, weil die Öland da ist. Und weil die Lightning da ist. Na dann. Kommt gleich zurück wollen. Wichtig ist nur, dass die gespottet waren. Dass mein Team, wo sie sind. Und kann sich entsprechend einrichten. Ist das ein Divi? So, und die Kollegen fliehen gerade so ein bisschen nach unten. Da wollen wir hier für die Pommern auch noch ein bisschen spotten. Und der ist genau der Richtige, der hier jetzt das geben kann. So, und guck mal. Ich gucke mal da. Sorgt dafür, dass ich ihn wenigstens einmal treffe. Jo. So, jetzt habe ich beide einmal getroffen. Mit anderen Worten, an beiden ist nicht mehr viel dran. Jetzt muss RNG noch mitspielen. So, ich kann, glaube ich, mal ein bisschen mehr hier in die Richtung jetzt fahren. Die werden mich nicht spawnen. Jing, was hast du vor? Das muss ich jetzt nicht verstehen. Ich warte doch nur, dass ich die Öl anziehe. Ich vermute mal, der wird hinter der Jean Bart hinterher gefahren sein. Jean Bart, Peto und so Lightning. Achtung, melde Zielposition! Schade ist jetzt hier die Flak von der Jean Bart. Boah, da kann ich machen, was ich will. Keine Chance. Absolut keine Chance. Die AA ist so krank. So, Lightning hat sich schon wieder gesmoked. Aber das Spotten hat zumindest dafür gesorgt, dass die Öland raus ist. So. Lepanto, vielleicht kann ich hier nochmal einen Brand versorgen. Ach. Lepantissimo. Tötern. Ich
dich suche ich. Ja, ich bin wieder an der Jean-Bart dran. Ja, hier, der eine, ist klar. Ziel erreicht. Autopilot deaktiviert. Das ist schon wieder so eine enge Kiste hier. So, ich glaube, der Smoke der Lepanto ist ja zur Vergangenheit, oder? Tja, unser Amalfi wer weiß, was der hier will. Ich denke mal, die Lepanto fährt zurück zur Jean-Bart. Da ist er doch schon. Im Zweifelsfalle kann ich ihn dann nämlich von hier aus relativ gut erwischen. Aber jetzt fährt er wirklich. Guckt euch das an, wie nah der an die Böschung dran fährt. Da ist nichts mehr gut erwischen. Ja. Oh. Ja, guck mal, da haben wir doch noch ein Wasser. Dann werde ich jetzt mal sehen, dass ich hier ein Stück weiter wegkomme. Ehrlich. Der hat doch da. Der war doch genau da. Oder täuscht mich das jetzt? So, hier habe ich noch drei Fighter. Kann ich im Zweifelsfalle für mein Team hier noch ein bisschen Licht machen. Wo die Dinger mittlerweile hinschießen. Hallo, da ist noch eine Malfi. Ja, so. So, der steht hier wieder genau an der Ecke. Zurück. Alter, was waren das? 363? Klar. 363 Schaden. Yeah. So, Öland, pass auf da mit der Lepanto. Da hau dich doch so weg. Getroffen. Haben aber auch nur einen Abwurf. So, Oma, sollst du gerne kriegen, aber da
das macht auch durchaus Sinn, dass ich nochmal die Graf Zeppelin für die San Luis spotte. Wobei ich glaube, dass er hier hinten irgendwo in der Ecke steht. Gefecht endet in 5 Minuten. Ja, reicht die Torps? Öland ist raus. Das, wundert mich jetzt nicht. Der hat das sehr aggressiv gespielt. Zweimal breitseitig vor 9er Schlachtschiff. Das ist alles nur nicht wirklich schlau. Unser Sieg ist in Sicht. So. CV ist, der ist nämlich hier. Siehst du? Ziel erreicht. Autopilot deaktiviert. Oh, Defender, tu mir nicht weh! Unser Sieg ist in Sicht. Siehst du? Ich tue es auch nicht. So. Ja, da hat sich das erledigt. 998. Ich sag ja, CV-Spiel ist für mich immer nicht Damage-relevant. 61.000, tja. 13 Torpedotreffer, tja. Mittelfeld, tja. Was haben wir denn für Schaden durch Aufklärung? 55.000, das ist auch nicht so doll. Tja. Hast du Tipps für Anfänger? Bin bei T8, aber immer noch nicht so gut. Spiel Tier 5. Spiel Tier 5, solange bis du da gut bist. Und wenn du da gut bist, dann spielst du Tier 6. Solange bis du da gut bist. Und mindestens 3 Monate später spielst du Tier 7. Und mindestens 3 Monate später spielst du Tier 8. Also, es gibt kein Handauflegen im Sinne von mach das und das und dann wirst du besser. Du musst selber besser werden. Das ist das Problem in diesem Spiel. Puzzleworld, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Und Blaubarschbube, dir auch. Vielen lieben Dank für den Follow. Willkommen in der Familie. Also, die meisten Spieler haben einfach ein Problem mit diesem Spiel, weil sie zu schnell vorankommen. Und weil sie die vielen Möglichkeiten, die sie plötzlich haben, ich sag mal, aus eigener Erfahrung überfordern. Und weil natürlich plötzlich Gegner da sind, die mal eben 20.000 Gefechte haben. Und die einen dann auch mal ganz schnell zusammenschießen, egal was man macht. Und das kann man nur umgehen, indem man eben erstmal auf ein Tier spielt, wo man sich dann wohlfühlt. Und wo man sagt, okay, da passiert es mir nicht so oft. Da darf ich auch noch Fehler machen. Und wenn du da keine Fehler mehr machst, dann wirst du halt da wirklich besser. Und zwar merklich besser.
Und plötzlich hast du das Gefühl, das geht alles ganz einfach. Das ist der richtige Moment, um zu sagen, so, jetzt gehe ich eine Tierstufe höher. Weil da wird es dann gleich wieder ein bisschen schwerer. Und ich sag mal, wer World of Warships beginnt, wer das also entsprechend öfter mal spielt, der wird auch feststellen, du bist nicht in einem halben Jahr durch mit dem Spiel. Also, warum muss man unbedingt nach einem halben Jahr auf Tier 10 sein? Das gibt gar keinen Grund dafür. Im Gegenteil, ich finde, Tier 10 darf man ruhig nach anderthalb Jahren erst erreicht haben und hat bis dahin einfach viel, viel Spaß gehabt. Viel mehr Spaß, als wenn man zu schnell da ist. Borstahl, ja dann, viel Spaß beim Hundespaziergang. Also ich finde, je mehr Zeit man sich nimmt, umso mehr Spaß kann man haben. Und vor allen Dingen hat man eben auch einfach mehr Zeit, Dinge zu lernen, also zu verinnerlichen. Dass es Automatismen werden. Dass man also wirklich weiß, okay, komm, an der Stelle drücke ich die und die Taste. Weil ich weiß immer noch meine erste Runde mit der Atago. Ich wusste bis dahin nicht, oh, Torps. Und dann gab's auch noch Hydro. Oh, und dann gab's irgendwie noch was, was man drücken konnte. Und noch was. Und ich war völlig überfordert mit dem Teil. Und die Atago ist ein geiles Schiff. Aber... Tja... Da schicken wir da gleich noch einen hinterher. Das funktioniert halt nicht wirklich. Na, Brindisi, Sub Commander. Guck mal, mein Freund, ich darf nochmal. Na, Brindisi. Na, Brindisi. Och. Ein Abpraller. So, auf jeden Fall haben wir mal dafür gesorgt, dass unsere Yugumo kein Problem mit der Brindisi bekommen hat. So, Brindisi, fährst du da wirklich hoch? Oder drehst du jetzt hier rein zur Gatchamada? Was machst du? Tja, dann. Wenn du nichts machst. Klopfen wir mal bei der Kollegin Ki an. Zwei Abpraller, Treffe am Torpedoschutz, nicht durchschlagen. Muss das. Sind wir kalten von der Mogador? Was? Okay. Na, Richelieu. Keine Lust auf einen Breitseitenklatsch. Nee, er dreht weg. Aber da, selbst wenn was hängen bleibt. 1000, na gut, okay. Jo. Hat gereicht. Muss nicht immer 30.000 sein. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Brindisi, was willst du von mir? Du
Willst du doch nochmal einmal Ärger mit mir haben? Okay. Unser Team hat die Führung übernommen. Was? Was hat die Mogga da für Taubs? Nö, das kannst du mir nicht antun. Jetzt, wo ich mir seine Breitseite erarbeitet habe. Eintausend. Ja, natürlich. Achtung, melde Zielposition. Ja, das ist ein Neuner, ja, okay, aber jetzt mal ernsthaft. Was ist mit euch da? Seid ihr irgendwie eingeschlafen da hinten oder was? Aber ich hätte mich auch nicht so weit gedreht, um auf die Richelieu zu schießen. Das hätte ich nicht gemacht. Ach, Minsk. Was bist du denn von mir? Nur da fragt man sich doch wirklich, was machen die da? Ja, Minsk 4 und 3. Super. Gehen wir mal auf HI. Ein Tausender! Yay! AP schießen ist sowas von innen. Hätt's mal HI genommen. Schlachtschiff gesunken. Problem gelöst. Duke of York, guckt dir den... Ey. 570. Ja, das nenne ich doch mal ein Ergebnis. Was für eine Wurst, ehrlich.
Und der ist nicht AFK, das seht ihr ja am... Alter. Klar. Sag jetzt nicht, du machst den einfach platt. Ich bin extra wegen dem hier rumgefahren. Aber wow, das dauert. Willst du jetzt... Alter. Hat der nicht geschossen mit so einer Bliskawitzer? Für mich sah das aus, als wenn er die ganze Zeit nur versucht hat zu torpen. Du siehst Sachen in diesem Spiel. Der muss doch nur einmal schießen. Oh Mann. Kann gar nichts. Auermacher. Moin. Und NG Gamer. Moin. Also einige. Ehrlich. Richtig schnell unterwegs. Da heißt es richtig weit vorhanden. Torpedos direkt voraus. Und guck mal, die Pfeife hat noch nicht mal geschossen. Torpedos voraus. Zwei Ausfälle und ein Brand. Aber der Brand tickt leider nicht. Unser Team hat die Führung übernommen. So, ne, warum auch nicht? Sims ist raus. Endet nicht gut in Eisenau. Onkel, eben noch Full HP und dann in die Tor aufs Yugumo gefahren. Tja. Das sieht man so oft. Das sieht man so oft, dass DDs rausgenommen werden, weil sie nicht schießen. Und eine Bliskawitzer ist nun wirklich kein Torp-DD. Das ist ein Gunboot mit Torps. Ja, du Wurst hier. Oh.
Also das ist wirklich ein Gunboot mit Torps. Und wenn der so nah an der Morgador ist, und was hatte er? 16.000 oder so? Und die Morgador hat noch 6.000? Den schießt er doch einfach so zusammen. Aber nee. Nee. Der nicht. So, dann lass uns nochmal eine spezielle Aufgabe suchen hier, ne? Asashio. Asashio Black. Das ist immer so unglaublich Matchmaking-abhängig. Ob man damit was reißen kann oder nicht. Man kommt ja manchmal in Matchmakings, da sagst du echt so, ey, seid ihr nicht ganz dicht? Ein BB, keine Ahnung, 10 Kreuzer und noch ein DD. Und dann sagst du mit einer Sasche, ja, vielen Dank. Und nu? Das ist so, das geht dann gar nicht. Aber manchmal kommt man auch in Matchmakings, CV, 5 Schlachtschiffe, ein Kreuzer, 5 DDs. Das kann dann schon ganz witzig werden. Wir werden es erleben. Komm, Client, mach's nicht ganz so spannend. Ein bisschen spannend ist okay, aber so spannend war es gar nicht. Leckerchen. Ein Leckerchen. Und hier außen. Oh. Ach, womit habe ich das verdient? So, da dann wollen wir mal gucken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mal gucken. Auch für die anderen einfach mal gucken. Also in so einer Situation ist es natürlich sehr geil, wenn man hier hochkommt und einfach mal hier in diese Richtung torpen kann. Meistens sind die Torps dann irgendwie doch den Schlachtschiffen im Weg. Das heißt aber auch, dass man einfach einen CV braucht, der dann für einen kurzen Moment das alles mal spottet, was so da ist. Und dass man dann so einschätzen können muss, was machen die wohl in der nächsten Zeit, und dann haust du dem da, oder denen, nicht dem, denen, mal so ein paar, oh, und wir haben einen schlechten CV. Das sieht man, er fliegt hinter dem hinterher und versucht dann noch irgendwie einen Fighter zu setzen. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und so wie ich das sehe, komme ich hier auch gleich gegen irgendwie ein DD. Aber da jetzt hier die drei schon in Richtung dieses Ringes unterwegs sind, muss ich das vielleicht nicht tun. Maschinenboost aktiviert. Alber Moni, na guck mal. Na Nelson, was machst du? Alber Moni dreht ab. Okay. Wow, und Nelson dreht aber auch richtig ab. Das sind ja alles Kämpfer hier, aber das ist auch schon wieder erstaunlich, dass wir hier nichts in Richtung Epizentrum haben.
Shokaku. Hast Auftrag gekriegt, mich zu spotten. Oder hast du nur ein einsames Opfer gefunden? Sieht mir eher noch letzter aus. Das wird nicht spottet. Maschinenboost deaktiviert. New Max. Ein oder zwei? Hm. Ein. Und der Rest läuft auf die Odin durch. Naja, oh meinetwegen. Das ist natürlich auch ein Dreht ab. Shit. Nicht aufgehen. Ach, jetzt ist die New Max vorgefahren. Ey, Alter, wieso das denn? Du fährst doch die ganze Zeit da schon. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Das ist ja... Das muss mir jetzt mal einer erklären, wieso der nach vorne gefahren ist. Okay. Alter, Mali kommt. Maschinenboost aktiviert. Machen. Also den losfahren. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Weil mein Team, wie soll ich sagen, wahrscheinlich nicht mehr da ist. Maschinenboost deaktiviert. Soll ich jetzt einen Gruß in den Chat schicken oder was? Also. Es gibt schon Zufälle, die gibt's kaum.
Das ist echt lächerlich. Ja, wirklich, das ist lächerlich. ...54.000 Schaden. Also, da sage ich wirklich mal, ja, genau so. Das war vom ersten Moment an zu sehen. Das war vom ersten Moment an zu sehen. Und CV kann er gar nicht. Also wer dem anderen CV hinterherfliegt und dann Fighter setzen will, der hat noch nie irgendwas mit seinen Fightern gemacht. Ich klicke mal auf Weiterkämpfen. Also das ist ja... Und das ist das Problem. Das ist nicht das Problem der DDs, finde ich. Unsere DDs sind in die Mitte gefahren. Aber wenn du keinen CV hast, der die anderen aufmacht, der sie attackiert, der dafür sorgt, dass die Mitte von denen geräumt werden muss, weil sie sonst einfach rausgenommen werden, keine Chance. Keine Chance. Ich finde, der Spruch passt immer wieder. Schlechte CVs verlieren Spiele. Fletcher, Jutland, Asashio und Z. Na, gucken wir mal. Krieger, moin! Was haben die für Radar? Eine Riga. Haben sie noch Jutland? Ammo weiß ich nicht. Ist mir letztlich auch egal. Aber mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit immer dann anzufahren, wenn Torps kommen. Und immer dann abzubremsen, wenn Torps kommen, ist schon ein bisschen merkwürdig. Also einmal, klar. Zweimal, okay. Dreimal? Viermal? Da muss ich einfach sagen, das finde ich dann grenzwertig. Von der Wahrscheinlichkeit her. Z, du hast Hydro, du kannst da rein. Ihr kriegt die Torps von der Seite. Maschinenboost aktiviert. Kann ich hier auch mal gucken, was da so ist. Aha. So, Fletcher, jetzt hast du gleich ein Problem. ...46 aufgemacht und ich bin dann auch mit am Start und naja, hätte schön sein können, ist aber nicht.
hat aber den Vorteil, dass ich jetzt von hier aus vielleicht auf die beiden da was werde. Ich muss ihn nur sehen. Okay, Nagato. Problem ist natürlich, da war Nebel, also mit anderen Worten, wahrscheinlich wird das alles irgendwie dann doch gespottet. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Jo, deswegen bin ich hier. In der Hoffnung, ihm noch ein bisschen was abzunehmen. Meine Torps, die können ihm ziemlich egal sein. Maschinenboost deaktiviert. Wie schon gesagt, warum sollte man mit dem DD nicht auch schießen? Manchmal bringt einen das wirklich weiter. Torpedos, achte aus! Ah, noch ein Törbchen auf die Kolo. So, und dann können wir von hier aus ja wunderbar spotten, ne? Merkt der Chip jetzt auch gerade. Oh. Verschenkt. So, Colorado, bist du so schnell? Ich glaube mal nein. So, Waffen drehen und den DD, der mich hier gerade die ganze Zeit gespottet hat, das Core nehmen. Z31, Jutland. Hat sich schon geklärt, wer das ist. Wow, ich bin ges... Und der schießt nicht? Unser Team hat die Führung übernommen. Da sieht man mal, wie gut RPF auch ist. Nein, Hoshi, nein, nein. Hauptturm kritisch beschädigt. Jupp. Maschinenschaden. Jo. Mega. Problem gelöst. Maschinenboost aktiviert. Tja.
Was soll ich sagen? Meine Torps werden die Colorado wohl nicht mehr erreichen. Da hat sich schon erledigt hier hinten. Okay. Unser Sieg ist in Sicht. Was ist denn bei dir los? Moin. Tja, da hängen wir jetzt hier hinten. Da ist aber noch eine Pommern, da ist eine Tirpitz, da ist ein Nagato. Da geht noch was. Counter, moin. Ich muss da nur schnell rüberkommen. Oh, okay. Pommern gibt's nicht mehr. Und ich befürchte, dass ich da drüben bin. Hat sich das hier auch erledigt. Blaubeer, moin! Oh, Buffalo ist raus. Spielverlängerung. Aber eben gerade war, finde ich, relativ gut zu sehen, wie genau oder besser, wie ungenau RPF ist. Also ich habe genau dahin geschossen, wo RPF hingezeigt hat und kein Treffer. Und der war ja auch nun ganz woanders. Also Schiffslänge weiter nach vorne. Da, finde ich, kann man dann schon ganz gut sehen. Oh, Tirpitz hier hinten, wow. Nee, da kann man schon ganz gut sehen, was man damit so machen kann oder halt auch nicht. Maschinenboost deaktiviert. Also so genau drauf halten kann man eben dann nicht. Ist halt doch nur eine grobe Richtung. Jutland Deto. Unser Sieg ist in Sicht. Wieder nur 40.000 Schaden. Komm, nehmt die Jean-Bart raus. Tja, zwei Caps sind zwei Caps. Ui, da gab's einen. Guckt euch diese Tirpitz an. Der steht da die ganze Zeit hier hinten und macht nichts. Wow. Carviking, moin. Jo. Eben noch voll HP und dann sailing broadside to all of them. Yeah. Ich kann das. Ich habe eine Tirpitz. Ich bin ein großer Spieler. Alter. Ihr fährt nur gerade aus. Maschinenboost aktiviert. An dem kannst du gar nicht vorbeitauchen. Das geht gar nicht. Schön, dass wir mitfahren durften. Ich wollte noch mal toben. Hm.
War es das jetzt wirklich? Zweiter. Zweiter. Schauen wir auf, glaube 15.000, 12 Minuten. Also, das ist schon verblüffend, oder? Ich meine, okay, wir haben Schaden auf die Fletcher gemacht, wir haben Schaden auf die Asasho gemacht. Na komm. Einer geht noch und dann werde ich hier schon mal den Browser anwerfen. Und dann gucken wir doch mal, wer so guckt. So. Das ist Mod Maxwell. Danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Oh, ein CV-Match, aber mit reichlich Schlachtschiffen. Na, dann gucken wir doch mal, ne? Standardgefecht. Standardgefecht. Ich stehe jetzt hier. Was mache ich denn damit? Maschinenboost aktiviert. Und die Hana. Ion Mines. Lightning, Merker, Kakiro und Asasho. Tja. Nix, wovor man so richtig Angst haben müsste. Parzival hat schon gedroppt. Lässt du mich mal zufrieden? Ungefälligst. Unsere Le Fantasque. Das ist die Gitter. Okay, jetzt hat sich gerade was verändert. Das geortet. Parzival! Das ist ein Traum. First Blood CV. Ich müsste ihn nur sehen. Maschinenboost deaktiviert. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Einmal den CV spotten, bitte. Tut immer so, als würde das in etwa passen. CV möglicherweise durchlaufen kann. Und jetzt dreht die Norka
Weil er jetzt Feuer kriegt, weil das Body ist. Tja, Freunde. Macht immer meinen Angriff wieder kaputt. Aber, dann ist das so. Wenn ich das so sehe hier, dann weiß ich, dass da was erforderlich wird. Ja, vielleicht gibt es auch einen kleinen Hubs für die Norker. Jupp. So klein, so ganz klein. Aber ich befürchte, der Parsinger ist wohl abgedreht. Der ist wohl hier hinten irgendwo hingefahren. Ich sehe zu, dass ich da mal hinkomme. Maschinenboost aktiviert. Das gefällt mir gar nicht. Oh, doch, alles entspannt. Marker ist da. Oh, guck mal. Oh, oh, und wir haben Flooding. Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Torpedos direkt voraus. Torpedos voraus. Torpedos voraus. Torpedos voraus. Mit dem Torps tanzt. Achtung, melde Zielposition. Wir schon mal. Ich brauche Unterstützung. Ja, du bist ganz rein. Alle Stationen brauchen Feuerunterstützung. Ja. Unser Team hat die Führung übernommen. Komm, Kagero, sei mein Doppelschlag! Maschinenboost deaktiviert. Und? Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Ihr seid so gut zu mir. Torpedos auf Steuerbord! Was? Ja. That's the way. I like it. Ja. Ist es wirklich? Na, Parsival. Hast mich jetzt nicht mehr lieb? Du willst mich doch gar nicht. Du willst doch unsere Vladivostok. Jetzt will er doch nicht. Hören. Gizmo, danke für den Follow. Willkommen in der Familie. Hallo? Machen wir die Flak wieder aus. Turm wird es für ihn deutlich schwerer zu finden. Und dann mal gucken, was Vladivostok noch hier gegen die Lightning unterstützen kann. Waffen drehen. RPF ist immer so schön. Mag mein RPF. Tja, und hätte ich jetzt andere Torps, könnte ich noch vielleicht auf die Bayard torpen.
Aber auch er dreht ab. Okay. Ist mir egal. Maschinenboost aktiviert. Da oben ist er. Oh, mein Bildschirm will sich abschalten. Sauerei. So. Na, Kollege. Random Torps. Bama, moin und vielen lieben Dank für 2 Monate jetzt. Ich danke dir. Na, guck mal, wen wir da haben. Ja. Und? Wer hat's gewusst? Parzival war genau da. Manchmal ist das Spiel echt einfach. Ja, und dadurch, dass ich jetzt so rumgefahren bin, hatte er wirklich keine Chance wegzukommen. Also, was soll er machen? Er kann mir dabei ja fahren. Okay, dann hat er vielleicht nochmal eine Chance. Aber ansonsten, oh, Parzival, das kannst du mir doch nicht antun. Du kannst doch nicht schon, eigentlich schon raus sein. Doch, der ist schon raus. Jo. Tja, was soll ich sagen? Schnüff. 64. 3 Kills, 3. Platz, ja. Schaden durch Aufklärung. Das hat sich in diesem Gefecht richtig gelohnt. 4217, yay. 10 Minuten 15 Sekunden, tja, ihr Lieben. Hätte euch gerne mehr geboten, aber die anderen wollten nicht. Was soll ich da sagen? So, also alles in allem durchwachsen, würde ich sagen. Tendenz, naja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Naja, Tendenz ist durchwachsen eben, ne? Passt schon. Dann gucke ich doch jetzt mal, wo wir denn da jetzt hier heute hängen bleiben könnten. Zum ersten Mal WoWs. Na, ich weiß nicht, ob ich euch das antun will. Zum ersten Mal, das ist ja sehr, sehr... Nee, ich habe da einen gefunden. 2 Zuschauer! Guck mal, 2 Zuschauer. Also... Guck mal, 2 Zuschauer. So, dann sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr so lange geblieben seid. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend, einen tollen Donnerstag. Wir sehen uns Freitag wieder, wenn ihr Lust habt. Und ich sage vielen lieben Dank für die Follows, für die Subs, Resubs, für diese ganzen Bits. Vielen herzlichen Dank. Und ja, wenn ihr Lust habt, sehen wir uns Freitag wieder. Bis dahin gute Zeit und jetzt noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss.